Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin der Remo und ich erzähle euch heute was über die E-Mobility Parades in Berlin, die bisher stattfanden und die bald kommen wird. Bleibt also dran. Ja, Treffen, E-Touren, Paraden, Stammtische, das sind immer alles ganz tolle Sachen, die uns E-Mobilisten ziemlich viel Spaß machen, weil wir uns mal wieder treffen, wir sehen uns mal wieder, wir machen gemeinsame elektrische Ausfahrten. Ein kleiner, nicht so schöner Nachgeschmack ist, dass für mein Gefühl wir damit einfach zu wenig Leute erreichen, die eventuell von der Elektromobilität überzeugt werden können. Man ist doch halt eher unter sich, man fährt im in der Kolonne vorbei und man wird vielleicht mal gesehen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird einem auch klar, erst beim letzten Auto, dass es alles Elektroautos waren, die da vor einem vorbeigefahren sind. Aber so richtig erreichen tut man die Leute nicht, die man, also die ich in meinen Augen oder die wir ganz gerne erreichen und überzeugen wollen. Deswegen ist diese E-Mobility Parade besonders wichtig, weil sie geht durch die ganze Stadt im Grunde. Und es ist eine der größten, wenn nicht sogar die größte Parade in Berlin und Brandenburg. Die erste E-Mobility Parade fand statt am 3.3.2018. Da war ich mit dabei mit der Zero und der Helmkamera. Organisiert wurde das Ganze damals von Robin TV, also Robin Schmidt und Coop, dem Elektroroller-Sharing aus Berlin. Und das ist am 3.3., das war noch relativ frisch, ich erinnere mich noch, das ist gar nicht so lange her. Waren sehr viele Coop-Roller mit dabei, zwei, drei UNO-Roller, also das war relativ überschaubar. Ich glaube, wir waren 30, 40 Leute. Allerdings war es halt auch so, dass da relativ wenig Werbung vorher betrieben wurde und auch selbst Coop da irgendwie ganz kurz vorher irgendwie nur so ein Angebot noch rausgehauen hat, dass man damit kostenlos mitfahren kann, wenn man sich so einen Roller holt. Also es war ein erster guter Versuch. Dafür war es an sich schon völlig in Ordnung. Die zweite Parade war am 21.07. des gleichen Jahres, 2018, mit weit über 300 Fahrzeugen. Organisiert wurde das Ganze dann auch von Robin TV. Coop waren wieder mit dabei, die UNO Elektroroller waren mit dabei, Clever Shuttle, Drive Now und die Berliner Agentur für Elektromobilität. Das Ganze war dann schon ziemlich groß, ziemlich weit organisiert. Ich habe es leider relativ spät mitbekommen, weil auch da gefühlt nicht so wahnsinnig viel Werbung betrieben wurde. Und zum anderen war es so, dass es mit dem 21.07. genau in den Sommerferien lag, also viele von euch vielleicht sogar frei hatten, dann dadurch dort mitfahren konnten. Bei mir war es allerdings so, dass ich dann gerade im Urlaub war und dementsprechend nicht mitfahren konnte. Die diesjährige E-Mobility Parade findet am 15.06. statt, zwischen 13 und 18 Uhr. Start ist am Ernst-Reuter-Platz. Ich packe euch den ganzen Links und die ganzen Einladungsgeschichten nochmal unter den Clip drunter. Das Motto dieses Jahr lautet, so leise war deine Stadt noch nie. Hier geht es also darum, wirklich zu zeigen, dass Elektromobilität funktioniert. Ob mit Sharing-Angeboten, mit Elektrorollern, mit Elektromotorrädern, mit Elektroautos. Wir wollen möglichst leise durch die Stadt kommen. Das heißt also, es geht jetzt nicht darum, großartig ein Hubkonzert zu veranstalten und lauthals durch die Stadt zu preschen, sondern möglichst leise auf leisen Sohlen durch die Stadt zu kommen. Genau, mitfahren kann natürlich jeder, der irgendwie ein Elektromobil zur Verfügung hat. Wer das nicht hat, dem rufe ich immer sehr gerne dazu auf, unter dem Video oder auf der Seite von der Interessengemeinschaft Elektromobilität einfach mal anzufragen, ob nicht jemand ein Auto hat oder ein Motorrad, wo er gerne mitgenommen werden kann. Dass also dann so viele wie möglich daran teilnehmen können, auch in den Fahrzeugen. Und wer weiß, vielleicht macht der eine oder andere noch einen kleinen Videoclip darüber und so erreichen wir dann noch mehr Leute. Letztes Jahr waren auch schon ziemlich viele bekannte E-Mobilisten, YouTuber unterwegs und auch mit dabei und haben das auch nochmal weiter nach außen getragen in die anderen Städte von Deutschland. Also ich hoffe mir mit der dritten Parade jetzt noch eine Schippe mehr, noch ein bisschen mehr Außenwirkung. Zum einen ist der Termin, wie ich finde, ziemlich genial gelegen. Und zum anderen habe ich auch schon sehr schönes Wetter bestellt. Ich werde mit der Zero mitfahren, einfach um ein bisschen besser filmen zu können und zwischen den ganzen tausenden Fahrzeugen einfach besser mal ein Bild darzustellen, darzubieten.
Ja, Vertreter der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg werden selbstverständlich auch mit dabei sein in verschiedensten Fahrzeugen. Sehr gut erkennbar wahrscheinlich an T-Shirts und Poloshirts mit dem eigenen Logo drauf. Dazu gibt es übrigens auch mal noch mal ein Video. Das will ich euch nicht vorenthalten. Ja, also kommt vorbei, schließt euch an, macht mit und habt viel Spaß an dem Tag. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, ne, kreuzt ihr den Terminkalender. Und ja, wir sehen uns bald. Bis dahin. Ciao, ciao.